Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Agarest Legends of War. Letzte Folge haben wir hier dieses Dungeon betreten. Versuchen hier gerade noch diesen Ausweg zu finden, da geht's noch weiter, okay. Der erste Kampf hier drin war ziemlich hart. Muss ich sagen, überraschend hart. Und jetzt wollen wir uns hier weiter umschauen. Ist noch eine Zeitruhe. Ja, okay. Da war irgendein Regen drin, habe ich genau gesehen. Okay, geht's hier auch runter, ja. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir drin festsitzen werden. Okay. Ah, cool, wir haben es geschafft. Das Ding war fix. Jetzt sind irgendwie komplett andere Leute hier teilweise. Ah, du bist doch gleich in der Party. Okay, bleiben wir speichern. Ja. Ist das denn für der erste Boss jetzt im Spiel? Mina, ich so. Bitte sag mir, ich darf speichern. Soreja, Otenami Haiken to ikimasuka. Ja. Speichern, speichern. Ja, speichern. Nicht speichern. Ich mag meine Konstellation eigentlich, ich lasse sie so. Yes, darf ich speichern? Kein Speichereffekt. Mhm. Okay. Nein, kein Surprise Fight. Dann wenigstens halbwegs okay. Ja, was ist vollkommen falsch. Makari Toru. Okay, er hat ganz schön viele Felder. Wir müssen auf jeden Fall jetzt irgendwie näher zusammenrücken. Mach mal so. Die erste Runde wird vielleicht nicht viel machen können. Du movest am besten mal ein bisschen an der Wand lang, wo du am wenigsten aushältst von allen. Wenn sie mal. Da war doch irgendwie noch ein Feld, also. Da ist ein Feld von der Heilerin, deswegen werde ich mit ihr einfach mal dahin moven. Ja, machen wir mal so ein bisschen zusammenrücken. Geht da oben hin. Okay. Er darf anfangen, okay. Stun Bash. Wie Schaden macht das? Oh, Miss 100. 100, 100, 100. Okay, es ist noch. Er darf noch mehr machen. Okay, auf jeden Fall wird sie gleich heilen. Manchmal gucken, können wir eigentlich auch. Können wir sie von da unten aus heilen? Nein, die können überhaupt nichts hier oben machen. Ich muss überlegen. Wenn wir sie nicht heilen können, wäre es vielleicht schlau, ein Objekt einzusetzen, um sie zu heilen. Cover Regress, 15% AP. Vielleicht die erste Runde gar nicht so dumm. Damit sie noch eine Runde aushält, was irgendwie passieren sollte. So, jetzt kannst du eh nur noch Standby. Du kannst aber angreifen. Skill, ja. Ah, sehr schön, da können wir da ein bisschen was oben machen. Ich würde gerne noch Stil probieren, eigentlich, wirklich diese Runde. Rush. Und Impulse. Schauen wir mal, was wir Damage machen. Oha, der hat viel AP. Wir müssen auf jeden Fall mit unseren Ultis draufhauen, wie ich gerade sehe. Mein Skills würde das ein bisschen dauern. Darkness Element. Ich frage mich, ob wir mehr stehen können. Das probieren wir nächste Runde mal aus. Komm mal nicht ran.
Und er bestimmt auch nicht. Nö. Und Standby. Er könnte natürlich alle von dreien angreifen. Ich würde gerne ein bisschen weiter weg moven. So hier hin. Ja, dann ist sie mit dem Heiler kombiniert. Ja, sehr schön. Dann bleibst du da vorsichtig mal stehen. Und du musst mal dahin. Vielleicht bringst du da oben mehr. Und du kannst. Ach, du kannst dahin rufen. Okay, du hältst auch ein bisschen was aus. Okay. Sieht aber eigentlich ziemlich gut aus in der Ausstellung her, finde ich. Yes. Bewegt sich der Boss jetzt die Frage? Nein, tut er nicht. Er bleibt an ihr dran. Wir dürfen sogar anfangen. Cool. Sowas können wir dann beides machen. Da drüben können wir angreifen. Sehr schön. So, dann wollen wir ihn mal ein bisschen punishen. Wir fangen an und gucken, ob wir nochmal stealen können. Und dann machen wir Double Edge. Also ich brauche ja SP. So, du brauchst auch noch einmal... Quadruple Attack, da ist sie doch. Cool. Und... Ne, Sonic Wave ist doof. Report. Lass ich mal... Oder vielleicht Sonic Wave? Hat noch jemand Sonic Wave gehabt? Oder so eine Art gehabt? Ah, und Sonic Blast. Sehr schön. Sowas wollte ich erreichen. Nice. Okay, dann machen wir mit ihr... Das wird eine riesige Kombo werden. Hier nochmal Impuls. Aber einmal hier muss ich auch aufbewahren. Ja, hauen wir einfach mal drauf mit allem, was wir haben. Ja, das war auch ganz cool. Ach, er misst natürlich. Jetzt Holy Mist. Ja, wir bewegen uns langsam in den gelben Bereich so vor, würde ich fast schon sagen, im Spiel. Und Impuls. Ja, bald die Hälfte und wir müssen auch bald unsere ganzen... Oh, Errungenschaft. The more the merrier. Okay. Was machen wir jetzt am besten noch? Ein bisschen was können wir noch machen, oder? Ich hab nur so wenig AP. Ne, ja, S wird mit 10, ja, das ist natürlich gar nichts. Ah, gut, da kommt auch. Das ist gut, dass er so ein großes Feld abdeckt, da kommen wir dann ganz gut dran eigentlich. Fire! Standby. Ne, greift da an. Oh, alle. Okay. Jeder hat's überlebt. Ja. Nur die Sache ist die. Wen heile ich denn jetzt? Ich kann sie gar nicht heilen. Ups. Ja. Ich glaube, die Idee, dass wir das alles schaffen, schon bis dahin, ist nicht so gut. Heilen mal ihn und ziehen den anderen gleich ein bisschen zurück. Okay, Standby. Ich werde ihr wahrscheinlich angreifen, weil... Ah, ich kann hier ein bisschen mehr noch machen. Einfach nur das draufhauen. Die Frage ist, ob wir das schaffen, ohne dass jemand stirbt. Das ist halt die Hauptfrage. Hat sie eben noch was bekommen gehabt? Ich weiß nicht. Machen wir mal Standby. In der nächsten Runde hauen wir dann allen drauf. Ja. Move-Phase, genau. Wir müssen jetzt ja versuchen, dass wir alle mit der Heilerin in Kontakt stehen und trotzdem uns zurückziehen, so ein bisschen. Schaffst du nicht. Du gehst einfach so weit weg wie möglich. Und kombinierst mit deinem Bruder, das ist gut.
Ich würde fast sagen, du movest einen Schritt zurück. Du bleibst hier stehen, du bist noch relativ frisch. Ich muss einfach gucken, wo waren ihre Felder? Da und da. Ne, nicht du. Du gehst dahin. Und du gehst dahin. Wird schon klappen, dass er nicht anfangen darf? Hoffentlich. Er darf anfangen. Schade. Nein, irgendjemand ist da tot. Wahrscheinlich sogar beide. Der Devil Output. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Das ist ja richtig asozial. Arigato. Ich werde einfach mal kurz hier den Ball machen. Wir haben alles dafür SP bekommen, weil halt. Was? Das ist auch ein Feld. Danke. Flame Mist. Sie zeigen jetzt, was wir können. Boah, der hat den. Er hat echt eine Ulti ausgehalten. Stärkefeld, das ist nice. Wenn das auch verbündet, kann noch jemand anders was machen? Ja. 100 SP! Sie kann es nicht machen. Weil dir ein AP fehlt. Dann warte ich. Jetzt kann sie bei AP steigen. Da, falls du die beiden ausgeschaltet hast, zeigen wir dir jetzt richtig, was wir können. Evil Blade. Wie er das einfach resistet. Er hat es auf jeden Fall überlebt. Und wir können ja nichts anderes mehr machen. Bist der Held dieser Geschichte, dann wirst du jetzt den Boss auch als allererstes mal ausschalten. Okay, du wirst den Boss. So, und dann das. So, erstmal beziehen, töten. Der Held wird dann das Teil daran verschnetzen, ob er schon tot ist. Howling Blade! Ah, Hühnerei. Ich echt schade, dass wir zwei keine XP bekommen. Und die ganzen Level-Ups, ist so schade. Also wird irgendwann mal alle auf ein ordentliches, auf ein gleiches Level bringen. Ja, was mag ich bei ihr ziemlich gerne? Mal überlegen. Ein bisschen mehr Stärke wäre ganz cool, oder? Setzt sie hauptsächlich Magie ein, frage mich gerade. Ihre Ulti ist auf jeden Fall Angriffsmodus. Oh, kostet 4. Mach ich mal so. So, du lässt nur Angriff ein, also bei dir ist nur Stärke wichtig. Der Vitalität auch ein bisschen. Die Geschwindigkeit ein bisschen. So, wird das sehr ausgewogen. Unleash all. Mehr Int. Vielleicht auch ein bisschen Luck. Agni und noch ein Int. Wird schon irgendwie gehen. Wenn die sagen, alle safe hinten sind, ist alles gut. Frage ist noch, wie lange sie noch safe hinten sind. Bei den Surprise Attacks weiß man nie, was passiert.
Wenn du dann gewonnen hast, alles gut. Das Leveln kann man ja sonst offscreen nachholen, damit es nicht langweilig wird. Ah, ist da ein Event, okay. Gut, es ist ja noch gar nicht so spät wie gedacht. Und wir sind auch wieder voll geheilt. Dann können wir doch einen Kampf machen. Da der vom Schwierigkeitsgrad ist nicht mehr ganz so hart sein wie gerade. Wie fies ist, wenn die Hälfte jetzt nicht da wäre. Da hätte ich sie heilen müssen. Aber hier sind wieder, hier draußen sind auch die Gegner. Eigentlich war das ja relativ safe, unser. Wenigstens kein Surprise Attack. Sehen wir uns tatsächlich eigentlich relativ safe immer. Da. Nein. Ja. So. Yes. Jetzt kommt bitte alle näher. Alle erst auf die Mages, oder sonst laufen die weg und ja, das wollen wir nicht. Die stehen auch alle schräg, leider. Das heißt, wir können wieder keinen sehr schönen treffen. Du kannst ja auch von da hinten angreifen, deswegen ist alles safe. Machen wir erstmal das und gucken, wie viel Damage das macht. Gar nichts. Überraschend. Das ist, wie die Schaden macht. Machen wir mal Mist. Machen wir mal Mist. Weißt du, die Holy Mist gerade so effektiv ist, wie das Teil ist? Nee, hätte ich nicht machen sollen. Wahrscheinlich hat diese Runde jetzt gar keinen Gegner besiegt. Also doch, den schaffen wir auf jeden Fall noch, aber. Komm schon, bitte schafft es. Oh, Glück gehabt. Die ersten waren Mist, dachte ich gerade schon. Hat jemand noch Energie, um das Teil da anzugreifen? Ja. Weiß ja wahrscheinlich nicht aus, aber. Noch AP. Reicht wahrscheinlich auch nicht aus dem Damage, leider. Nee, nicht mal ansatzweise. Er countert sogar. Mit einem Schaden. Okay, Eis ist eine Schwachstelle. Also nicht Eis, sondern Magie. Soll ich für viel moven, war ich nicht gerade, weil das verbraucht ja auch AP. Und 16 würde schon heißen, dass ich zwei, also nur ein Skill einsetzen kann. Nein, was war das denn gerade für ein Zug? So. Dahin. Wenn ich dahin gehen sollte. Okay, ja. So. Jetzt schalten erstmal die beiden Gegner rechts aus und dann die beiden links. Also erstmal den einen rechts. Hier ist genau daneben, das ist natürlich schön. Der countert auf jeden Fall mal Damage.
treffe sogar nur einmal, super. Kann er nicht countern, wenn er stirbt. Nein. Okay, gereicht, sehr schön. Na, du kannst niemanden verlinken. Okay, dann bleibst du einfach so stehen. Das hier. Fire. Und Steel. Fire. Was haben wir bekommen? Gar nichts. Nichts ist unschön. Schafft er das? So, gerade so nicht. Und da, warum haben wir alle Counter? Das ist unglaublich. Kannst du heilen? Ja, du hast doch ganz viel. Lieber, das ist schön. Und du irgendwo ran? Ja. Hast du nochmal Energie? Ja, hast du sogar, cool. Dann können wir den auch rausnehmen. Das ist schön. Vier. So eine Kraft, der. Und sind plötzlich so stark. Das überrascht mich gerade so ein bisschen. Weg damit. Frage ist, ob das reicht. Von ihm der Damage Output. Dafür sind zwei Skills. Ja, reicht. Gut. Eine Move-Phase. Ich habe es gerade gemacht, dass sie verlinkt waren mit mir. Falsch um hinstellen, okay. Echt schwierig, das hinzubekommen, dass. Nee, eigentlich gar nicht so schwierig, dass keiner verlinkt ist. Ich will einfach so hinlaufen, dass sie nicht wegfliegen kann, so wirklich. Natürlich kann sie trotzdem weglaufen. So. Stand by. Natürlich kommt halt keiner ran. Auf dich zu buffen und kämpfe, wie eine Fee. So, jetzt bist du aber besiegt gleich. Vielleicht schaffen wir es nicht, weil ich so scheiße positioniert bin. Ich sehe es gleich kommen. Nein! Das mache ich die ganze Zeit immer falsch. Ja. Ja. So, reicht das jetzt? Bitte. Wir nehmen den Kommentar an, sehr schön. Gut, Double Edge. Nehmen wir das. Dann haben wir hier noch Fire. Dann haben wir da noch den Super Finisher, das ist eh vorbei. Das.
Pfeil. Tschüss. Guck mal, wie viel von Damage hier macht. Jetzt Broken Nugget. Overkill. Das war echt Overkill. Das war nur B oder so, weil das lang, weil sie abgehauen ist wieder. C, okay. So, jetzt geht, ihr geht jetzt Intro. Wir sollen ein bisschen mehr aushalten, deswegen mache ich mal vor, auch ein bisschen da hoch. Gut, dann haben wir es auch geschafft. Dann würde ich mal sagen, ich mache hier eine kleine Pause, weil draußen wird es gerade ein bisschen lauter. Ich hoffe, es stört euch nicht, hat euch nicht, bis jetzt nicht gestört. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut nächstes Mal wieder ein. Das heißt, Let's Play Agora Generation of War. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.